So, hallo Leute und herzlich willkommen zum ersten richtigen Part von Let's Play Rimworld Season 2. Das hier ist das Intro-Erklärungsding hier. Was für eine Party. Aber wo zum Teufel sind wir und was haben wir da an? Und oh mein Gott, ist das Bier alle? Es ist wohl besser, wenn wir eine Basis errichten und versuchen, diesen Ort wieder zu verlassen. Aber wie funktioniert das? Wir kennen uns doch gar nicht aus. Okay, das ist die Story, in der wir spielen. Und bevor wir loslegen, will ich euch noch kurz sagen, dieses Thumbnail, das ich hier gerade habe, ja? Ich blende es hier mal ein. Wundert euch nicht darüber, ich bin kein Zeichner, okay? Es ist eigentlich nur dazu da, um zu zeigen, was für Verletzungen die Charaktere davon tragen und so. Ich werde im Thumbnail also immer aufzeigen, wenn irgendjemand jetzt zum Beispiel ein Holzbein kriegt oder sonst irgendwas komisches. Und das werde ich versuchen einfach einzuzeichnen und vielleicht auch die Klamotten und alles. Ich muss mal schauen, wie genau ich das mache. Aber ich werde nicht ins Thumbnail, im Thumbnail zeigen, wenn jemand stirbt, weil das ein Spoiler wäre für die, die das erst hinterher gucken. Also werden die dann einfach weiterhin im Thumbnail erscheinen, auch wenn sie tot sind. Das heißt also, das Thumbnail zeigt immer Veränderungen an, die im letzten Part passiert sind. Also wird das Thumbnail euch nicht spoilern, wenn ihr top aktuell seid. Und es wird sowieso, wenn dann, nur Verletzungen spoilern, also keine Tode. Okay? Okay. Das wäre das erste Wichtige. Also das Thumbnail ist praktisch dazu da, damit man sieht, wie die aussehen würden, wenn sie echte Menschen wären. Also nicht hübsch, ich weiß, aber ich kann es nicht besser. Okay, als nächstes habe ich hier noch einen kleinen Disclaimer sozusagen. Also an alle, deren Charaktere in diesem Let's Play mitmachen, will ich nur sagen, ich übernehme keine Verantwortung für abgetrennte Gliedmaßen oder Narben oder ungewollte Liebschaften und auch nicht für Drogenabhängigkeiten. Okay, muss zugeben, für die Verletzungen bin ich ein bisschen verantwortlich, aber was die Charaktere beziehungstechnisch anstellen, da habe ich absolut keinen Einfluss drauf. Überhaupt nicht. Das heißt, wenn jetzt irgendjemand mit irgendjemand anderem was anfängt, dann kann ich da nichts dafür, okay? Gut, nur dass ihr Bescheid wisst. Und abgesehen davon wollte ich noch kurz sagen, dass es vermutlich nicht so viele Videos wie bisher werden bei Rimworld, also nicht so viele pro Woche, weil ich kann die nicht so schnell hochladen, vermute ich. Wegen Zeitdruck und wegen Bearbeiten und allem, weil ich das vorher ein bisschen anders gemacht habe, als ich es jetzt machen will. Und das wäre, denke ich, alles, was ich zu sagen habe. Dann können wir jetzt loslegen. Wie ihr seht, sind... Ich schaue schon die ganze Zeit rauf und runter, weil ich so ungeduldig bin. Wie ihr seht, sind wir alle 10 hier gelandet. Mensch, mal 10, sehr schön. Und unsere Tiere sind auch hier. Hier haben wir Danny, den Kater, 6 Jahre alt. Snuffles heißt das heißt der weibliche Warg, 3 Jahre alt. Und Wilson, der Hengst, 9 Jahre alt. Und außerdem haben wir hier die ganzen Ressourcen, die wenigen, die wir bekommen haben. Ich habe mir 40 Kräutermedizin geben lassen, also das einfach übernommen, genauso wie den Pemmikan übernommen. Und halt die 3 Standard-Haustiere habe ich halt übernommen. Das kann auch öfter übernommen sagen, wenn ihr wollt. Okay. Und deswegen habe ich das Spiel eigentlich größtenteils so gelassen, wie es vorher war. Mit Ausnahme, dass ich eben doppelt so viele Charaktere habe und halt die Ressourcen dann angepasst habe. Und außerdem halt absolut keine Waffen oder Ausrüstung oder Ressourcen wie Holz und so mir gegeben habe. Das heißt, ich spiele ziemlich hardcore jetzt, zumindest am Anfang. Und da ich jetzt einiges planen muss, zum Beispiel muss ich erstmal die Arbeit verteilen an die 10 Leute. Der Rest bleibt relativ gleich vorerst. Aber ich muss halt planen, was ich wohin baue und so weiter. Ihr seht hier übrigens die Map. Hier oben ist fruchtbare Erde, dann wird da wohl ein bisschen Felder gebaut werden, hauptsächlich. Und hier hat es auch ein bisschen, na gut. Aber das plane ich jetzt erstmal und wir sehen uns gleich nach dem Cut wieder. So, alles klar. Ich hätte jetzt soweit erstmal alles geplant. Hier seht ihr jetzt zuallererst mal die Arbeitsverteilung. Es sieht ein wenig chaotisch aus, nehme ich an, wenn ihr von Rimworld nicht allzu viel Ahnung habt oder wenn ihr nie manuell Priorität einsetzt. Aber das hier ist, das habe ich in Season 1 mal erklärt. Das hier ist halt die Arbeitsverteilung meiner 10 Leute hier. Es ist ziemlich viel zu tun, ehrlich gesagt, was ich da alles einstellen musste. Aber jetzt, ich erkläre euch das nochmal ganz kurz. Ich kann das hier auf automatisch umstellen, ohne dass es zurücksetzt. Die Priorität geht immer von links nach rechts. In erster Linie. Okay? Wie man hier sieht, also wenn man auf automatische Priorität geht, dann machen die einfach alles von links nach rechts durch. Ohne irgendwie irgendwas zu bevorzugen. Das heißt, wenn es hier was zu tun gibt, dann machen die das. Und wenn nicht, dann machen die das, dann das, dann das und so weiter. Und bei manueller Priorität funktioniert es so, die machen erst alles von links nach rechts, was die 1 hat. Dann alles von links nach rechts, was die 2 hat. Dann von links nach rechts, was die 3 hat. Und dann die 4. Und ich werde jetzt einfach kurz durchgehen, was wir hier, ich hier eingestellt habe. Um das, um euch das alles zu zeigen.
ich musste gerade einen Timer setzen, tut mir leid. Okay, erstmal Feuerwehr. Jeder, außer Simon, weil Simon ist Pyromane, jeder macht Feuerwehr als oberste Priorität. Dann Patient. Jeder, der verletzt ist, der bleibt auch in seinem verdammten Krankenbett, bis es ihm wieder gut geht. Dann Arzt. Die einzigen zwei, die das mit dem Arzt machen sollen, denen ich weit genug vertraue, sind Andi und Marika. Die haben die Level 11 von 10. Und übrigens, bevor ich jetzt allzu weit rede, ich habe zwar ein paar Leute vorgesehen, die das und das machen sollen, aber das hat nicht hundertprozentig hingehauen, weil ich gehe jetzt natürlich im Endeffekt nach den Punkten und nicht nach meiner persönlichen Vorliebe, sondern jetzt sind es einfach nur noch Charaktere, die ich steuere. Also muss ich jetzt halt eben die bevorzugen, die da die meisten Punkte haben. Okay. Bettruhe wäre das nächste, nach Arzt. Das heißt, wer relativ verletzt oder krank ist, aber eigentlich noch aufstehen könnte, wird Bettruhe machen. In erster Linie, außer halt die Ärzte, die stehen dann nochmal auf. Und Hilfsarbeit sind so Schalter drücken und so, und das machen auch ebenfalls nochmal alle. Okay, jetzt kommen wir zu den wichtigen Sachen. Aufsehen. Oder machen wir einen nach dem anderen durch, genau. Also, der erste bin ich. Ich werde hauptsächlich forschen, in erster Linie. Das ist das, wo ich die meisten Punkte habe, wie es scheint. Und alles andere sind praktisch Hilfsarbeiten. Also ich bin in nichts wirklich gut, außer jetzt im Forschen. Das war so auch nicht geplant. Aber in erster Linie werde ich forschen. Wenn es nichts zu forschen gibt, dann werde ich bei den wichtigen Sachen mithelfen, wie Bergbau und Waldarbeit. Weil die muss man immer machen. Egal, wie viele Punkte man hat. Da geht es in erster Linie darum, wer halt mehr Punkte hat, ist halt schneller. Das heißt aber nicht, dass man das nicht machen darf, nur weil man nicht so viele Punkte hat. Das ist dagegen bei Schneidern, Schmieden, Kunst und so wieder was anderes. Dazu komme ich aber gleich. Also Bergbau und Waldarbeit, wenn es davon nichts zu tun gibt, dann gehen wir wieder hintere. Dann kommt Tierpflege, wenn da nichts zu tun hat, dann geht er aufs Feld. Ich habe denen, die 0 Punkte geben, mal eine 3 gegeben, also nach Bergbau und Waldarbeit. Und denen, die wenigstens einen Punkt haben, eine 2, also machen die das zuerst und dann erst Bergbau und Waldarbeit. Wenn es keine Feldarbeit gibt, macht er halt Transport und Reinigen, also die Standardsachen. Und zum Schluss Handwerk. Und zwar, weil Handwerk bei mir zumindest am Anfang immer eigentlich nur Blöcke aus Brocken schlagen ist. Es kommen jetzt gerade auch in diesem Fall am Anfang blöderweise, aber es kommen ab und zu halt auch Sachen, die man noch machen muss, wie Drogen synthetisieren und so. Aber ich glaube, das ist auch nicht wichtig, wie viele Punkte man hat. Das Einzige, wo ich jetzt ein Problem habe, ist Dinge mit Arbeitsplatz fertigen, weil ich demnächst ein paar Waffen herstellen muss, solange ich keine Schmiede oder sowas Gescheites habe. Also muss ich bis dahin halt mit... Ja, muss ich halt das irgendwie dann priorisieren, das muss ich dann irgendwie für mich selbst entscheiden. Aber das ist eh nur praktisch einmalig. Okay, in dem Fall, das wäre ich. Als nächstes hätten wir Leon. Leon wird sich hauptsächlich auf Kunst konzentrieren, aber wenn es keine Kunst zu tun gibt, dann macht er Aufsehen. Aufseher sind die, die im Gefängnis nach den Gefangenen gucken, was aber in diesem Fall selten der Fall sein wird, weil erstens will ich überhaupt keinen in mein Team bringen. Ich habe schon 10 Leute. Und wenn, dann kann man die halt als Sklaven verkaufen, wie Sophia bemerkt hat, weil die ist relativ heftige Sklavenhändlerin in dem Spiel. Und ja, Leon macht das halt dann in dem Fall, weil der hat da gut Punkte und muss sonst nichts allzu Wichtiges machen, also ja. Dann hätten wir halt Feldarbeit, Bergbau, Waldarbeit sind seine nächsten Aufgaben. Dann kann er jagen. Eigentlich sollte Leon einer meiner besten Jäger sein, weil er ziemlich hohes Fernkampflevel hat. Er hat, naja, 6 Punkte ist jetzt nicht so hoch. Also nicht gerade das Höchste, aber mehr als die Hälfte vom Höchsten. Und das Blöde ist halt, bei Jagen wird dann noch Tiere mit dazu gezählt. Es steht hier, relevante Fähigkeiten, Fernkampf und Tiere. Und Tiere hatte jetzt nicht so viele Level. Und davon dann der Durchschnitt halt ist nur 4. Aber naja, ich gehe eher auf Fernkampf als auf das, also egal. Jagen, dann Transport und Reinigen, wie jeder. Und dann halt Handwerk, in dem Fall, dann halt Kochen, in der Küche aushelfen. Und dann halt Handwerk. In der Küche ist auch wieder ein Problem, denn die, die wenig Punkte haben, sollten eigentlich nicht selber kochen. Das sollte eigentlich nur Simon machen mit 12 Punkten, weil sonst gibt es dauernd Lebensmittelvergiftungen, wie in Season 1, wer es gesehen hat. Aber das Schlachten oder so können dann auch die Hilfskräfte praktisch machen. Ich hoffe zumindest, dass sie es richtig aufteilen. Aber Simon wird eh die ganze Zeit kochen, wenn es was zu kochen gibt. Ich habe das auch absolute Priorität bei ihm. Er wird fast nichts anderes tun, außer er ist verletzt oder so. Dann als nächstes, das wäre Leon, also Kochen, Handwerk. Und wenn es da immer noch nichts zu tun gibt, kann er forschen. Forschen muss er aber nicht, weil wir eigentlich genug Forscher haben, die das in vielen Fällen übernehmen werden. Dann haben wir Andi, wie gesagt, der macht hauptsächlich Arzt, aber wenn es keine Kranken gibt, dann wird er beim Bauen helfen. Und dann Bergbau, dann Waldarbeit und dann ebenfalls Handwerk. Und dann wird er auch noch in der Feldarbeit, im Transport und im Reinigen mitmachen. Dann haben wir Simon, der wird kochen, fast die ganze Zeit.
wenn es nichts zu kochen gibt, was selten der Fall ist, wenn nicht nie, dann wird er schmieden und schneidern, weil er da echt die meisten Punkte hat, lustigerweise. Aber ich glaube nicht, dass er dazu überhaupt kommen wird. Dann kann er jagen, auch in diesem Fall. Er hat gute Werte, er hat auch den besten Fernkampf im Team, aber das bringt halt nicht so viel, weil erstens würde er die ganze Zeit kochen und zweitens hat er halt irgendwie keine Tierpunkte. Ich weiß nicht, warum die da dazu zählen. Dann macht er auch Feldarbeit mit, weil er eh Pflanzenfan ist hier. Und dann macht er noch Handwerk. Und dann springen wir zurück. Dann wird er bauen, Bergbau, Waldarbeit, Transport und Reinigen. Als nächstes Philipp. Philipp wird sich hauptsächlich um die Tiere kümmern. Da hat er die oberste Priorität. Und als nächstes halt auch wieder um die Kunst. Wenn... Er, eigentlich wird sich Leon da die ganze Zeit drum kümmern, weil außer ich habe zwei Kunstwerkherstellungsstätten. Aber ja, vielleicht kommt der Philipp irgendwann dazu. Er hat halt noch einen höheren Wert als Leon, witzigerweise. Aber ja, er wird halt... Leon wird das halt die ganze Zeit machen wollen. Dann wird er aufsehen, jagen, wo er auch recht gute Werte hat dafür, dass er so einen schlechten Fernkampf hat. Voll lustig, aber gut, okay. Dann wird er bauen, Feldarbeit, Bergbau, Waldarbeit, Transport, Reinigen, Forschen und zum Schluss noch Handwerk, falls er sonst nichts zu tun hat. Dann haben wir Kevin, der wird hauptsächlich einfach immer nur bauen. Da hat er den höchsten Wert, glaube ich sogar. Ich gucke jetzt nicht alles durch, aber ja, ich habe es aufgeschrieben, er hat den höchsten Wert. Dann... Schmieden und Schneidern, wenn es nichts zum Bauen gibt. Irgendjemand muss es machen und ich hoffe, dass er auch ab und zu dazu kommt, weil irgendwann werden wir die Sachen brauchen, die er hier herstellen kann. Und Handwerk ist deine nächste Priorität. Dann macht er Bergbau, Waldarbeit, Transport, Reinigen und schlussendlich Feldarbeit. Dann haben wir Sophia. Sophia wird natürlich die ganze Zeit Feldarbeit machen, wenn es welche zu tun gibt, weil sie hat da den absolut höchsten Wert. Und Waldarbeit ist derselbe Wert und auch den habe ich dann einfach mal top priorisiert. Das heißt, sie wird wahrscheinlich viel schneller Holz hacken, aber ansonsten macht es keinen Unterschied mit dem Level. Dann springen wir zurück, ist sie Aufseher ebenfalls? Ich meine, Aufseher kann eigentlich jeder machen, denke ich. Aber ich nehme halt die mit den höchsten Werten, weil die am meisten Erfolg haben bei den Gefangenen. Und dann wird sie einfach Transport und Reinigen machen, wenn es sonst nichts zu tun gibt. Dann kann sie noch beim Kochen helfen ebenfalls. Bergbau hat sie noch drin, weil Bergbau ist halt einfach nur, es muss gemacht werden, also wird halt jeder dazu gezwungen. Keiner kann es gut. Dann haben wir Handwerk wieder, falls es sonst fast nichts zu tun gibt und dann am Schluss noch Tierpflege, Jagen, Schmieden und Schneidern, weil sie da halt auch noch Werte hat überhaupt und nicht völlig versagt hat, so wie die meisten von uns. So, Marika ist hauptsächlich auch wieder als Arzt tätig und ansonsten wird sie halt der Hauptaufseher sein. Deswegen werde ich die wahrscheinlich alle gar nicht brauchen, außer sie ist vielleicht verletzt oder sowas. Und ansonsten ist sie jetzt halt die Hauptreinigungskraft hier und Hauptträgerkraft. Und hilft dann halt bei den ganzen anderen Sachen, Bergbau, Waldarbeit, Feldarbeit und schlussendlich Tierpflege und Handwerk. Aber dazu wird sie wahrscheinlich auch nicht kommen, weil das wahrscheinlich Philipp die ganze Zeit macht. Gut, Kede wird ebenfalls die ganze Zeit forschen, wenn möglich. Sie hat auch den höchsten Wert davon mit 15. Und falls es nichts zum Forschen gibt, wird sie ebenfalls Aufseher machen, dann Bergbau, dann Waldarbeit, dann Handwerk und schließlich Feldarbeit. Und zum Schluss haben wir Jessie. Jessie hat lustigerweise jetzt den... Hat sie den höchsten Wert für Jäger? Nee, aber die anderen sind halt meistens verhindert. Aber sie hat einen relativ hohen Wert und sie hat einen guten Fernkampf mit 7 Punkten. Das ist nicht übel. Es könnte schlechter sein, sagen wir so. Deswegen wird sie... wahrscheinlich einfach die meiste Zeit beim Jagen sein, weil wir dann jemand haben, der sich darum kümmert und nicht irgendwie andere Sachen die ganze Zeit machen muss. Wie alle anderen, die alle irgendwas Wichtigeres zu tun haben, wie es scheint. Und witzig bei Jessie ist auch, es geht alles mit Priorität 1, weil alles einfach noch von links nach rechts geht. Genau, also sie wird jagen. Wenn es nichts zu jagen gibt, macht sie Feldarbeit mit. Wenn es da nichts gibt, macht sie Waldarbeit mit. Ansonsten Handwerk, ansonsten Transport, ansonsten Reinigen und schlussendlich ansonsten Forschen. So. Dann hätten wir jetzt die Arbeit verteilt. Jeder macht hoffentlich demnächst genau das, was er soll. Ich speichere hier erstmal und wir sehen uns. Ich cutte einfach so. Ich weiß gar nicht, warum ich versuche zu sagen, wir sehen uns gleich wieder, wenn ich jetzt eh mit Hardcuts arbeite. Aber ich bin das irgendwie noch nicht so ganz gewohnt. Deswegen versuche ich immer irgendwie alles zu kommentieren, was ich tue. Auf jeden Fall machen wir weiter. Die Arbeit wäre geklärt. Und als nächstes zeige ich euch, was ich hier geplant habe. Ich habe ja vorhin schon gezeigt, dass hier oben überall fruchtbare Erde ist. Deshalb habe ich hier schon mal ganz viele Felder geplant. Und zwar hier fangen wir hier an. Hier habe ich geplant, das Lager zu machen. Es ist noch nicht groß. Da wird echt nicht viel reinpassen. Ich habe es auch noch nicht. Das mache ich gleich hier.
Das sind, Moment, ich hatte es gerade gesehen, ich glaube schon, das sind einfach eigentlich nur 9x9 Felder, aber ich muss halt am Anfang erstmal gucken, dass mein Scheiß hier überdacht ist. Denn für die, die es nicht wissen, Pemmikan, Silber nicht, aber, und die Kräutermedizin muss eigentlich gekühlt sein, das ist aber das kleinere Problem, die verrottet halt, oder das ganze Zeug verrottet, weil es nicht überdacht ist. Und deswegen muss ich hier erstmal ein Lager bauen, damit es da rein kann, so schnell wie möglich, bevor es anfängt zu verrotten am besten. Gut, deswegen baue ich hier also ein Lager hin. Und mit, also ich habe ja alles schon mal geplant, wie ihr seht. Und da ist eine scheiß Boomratte, die nervt mich jetzt schon. Ich baue das hier gleich mal ready. Wir haben halt noch kein Holz. Ich muss gleich Holz in Auftrag geben. Des Weiteren, also, Moment. Kommen hier erstmal die ganzen Türen rein. Und eine Fackel in die Mitte. So, des Weiteren habe ich hier oben die Küche geplant. Die ist abseits von allem anderen, dass da nicht so viel schmutzig wird. Warum habe ich denn hier eigentlich so komisch... Ich mache schon wieder nur Scheiß. Nur Scheiß mache ich hier. Es geht doch so viel besser. So, das hier ist der Tisch nämlich. Und das hier ist dann, sind dann die Wände. Das heißt, da kann einer hier rein, kochen und das direkt ins Lager bringen. Hier soll dann später das Esszimmer sein. Das ist ein 4x2 Tisch, da passen alle gut hin. Und hier ist das Schlachterding. Dann, das ist auch ebenfalls ein bisschen abseits, weil hier wird alles voll mit Blut sein die ganze Zeit. Dann ist es, da macht sich alles gleich dreckig, wie beim letzten Mal, wo ich die Werkstatt mittendrin hatte mit dem Schlachterteil zusammen. Und dann kann man das, ja, irgendwie reinigen, ohne dass jeder gleich kotzt, weil überall alles voll in Blut ist. Und ganz wichtig ist das hier, denn genau an diese Stelle kommt dann, sobald ich die Ressourcen und den Platz habe, der Labortisch hin. Denn wir haben das Problem, wir arbeiten mit der Wissenschaft von Stammesangehörigen. Die haben keine Ahnung von gar nichts. Also der Tech Tree ist, ich glaube, der ist gleich, aber der ist anders erforscht. Weil komplexe Möbel, dazu gehört das Bett. Wir haben also am Anfang keine Betten. Das heißt, wir müssen entweder auf dem Boden schlafen oder in einem Schlafsack. Ein Schlafsack kostet Stoff. Wo kriege ich am Anfang bitte Stoff her? Deswegen werden die jetzt nämlich erstmal auf dem Boden schlafen müssen. Und ich werde dann genau hier in diesem Lagerraum, den die jetzt erstmal bauen, einfach Schlafplätze verteilen. Also solche. Das heißt, wird dann gekennzeichnet. Dann schlafen sie zwar auf dem Boden, aber zumindest schlafen sie drinnen und nicht automatisch draußen, was sie nämlich auch gerne tun. Fallen einfach um, wo sie gerade liegen und kriegen dann nochmal einen Abzug, weil sie halt draußen gepennt haben. Wenigstens ein Dach wollen sie haben. Okay. Als nächstes kommen wir zu den ganzen Farmen. Hier ist einiges. Und zwar haben wir erstmal, ganz wichtig, Reispflanzen, weil die am schnellsten wachsen. Das ist 10x10 hier. Hier haben wir 10x10 für Mais, weil das am meisten abwirft. Da oben habe ich dann Heilwurzeln, weil wir die brauchen werden. Ziemlich safe. Irgendwann. Und hier haben wir Baumwolle. Hier fehlt halt ein kleines Stück, aber das macht nichts. Ich könnte eigentlich... Moment, ist das hier... Das hier ist fruchtbare Erde, oder? Dann kann ich das einfach dahin erweitern. Tada, sehr schön. Okay, hier kommt Baumwolle hin. Und da jetzt halt hier so eine Lücke drin ist, habe ich gedacht, ich klatsche hier einfach mal irgendwie eine komische Form von Erdbeeren hin. Und das, der Erdbeeren können notfalls auch roh gegessen werden. Und wenn es gut läuft, dann brauche ich mir jetzt nicht mal einen Stress machen mit dem Kochen und allem. Dann essen die einfach rohe Erdbeeren. Aber da ich wahrscheinlich gleich mal Tiere jagen gehen muss, sobald es geht, werde ich... Kochplatz brauchen. Und hier unten habe ich mir dann gedacht, ich klatsche hier einen Riesenplatz Kartoffelpflanzen hin, weil die brauchen nicht so dringend fruchtbare Erde. Die haben zum Teil fruchtbare Erde und zum Teil halt oder normal fruchtbare, hundertprozentig. Die ist 140%ig. Und dann, ja, hätten wir das alles hier geplant und jeder von denen weiß seine Aufgaben, die Aufgaben sind verteilt, jeder wird sich gleich an die Arbeit machen. Aber ich werde hier nicht weit kommen, wie ihr gerade gesehen habt, habe ich gar kein Holz. Deswegen werde ich erstmal alles Holz hacken müssen, oder sehr viel Holz hacken müssen. Und vor allem sind auch halt alle meine Farmen von Bäumen bedeckt. Und die werden die zwar sowieso weghacken, aber ich mache das Ding jetzt mal voraus, damit die da die Reihenfolge ein bisschen checken. Weil sonst machen nur die Feldarbeiter das Holz weg. Und das bringt mir halt auch nicht viel, weil das dann ewig dauert, bis ich genug Holz habe, um das da zu bauen. Das soll nämlich alles so Schlag auf Schlag kommen. Gut. So, und ich habe das Lager hier jetzt noch umbenannt und geguckt, dass hier auch alles reinkommt, was da rein soll. Und dann sollte eigentlich, wenn einer Träger priorisiert, gleich jemand das alles hochtragen. Aber ich glaube, das machen die jetzt noch nicht. Jetzt müssen sie aber auf jeden Fall erstmal loslegen. Also, fangen wir an mit dem ersten Tag in Rimworld. Die Planung ist endlich vorbei. Ich speichere hier aber erstmal. Und zwar am besten als Let's Play Start.
Los geht's. So, die begrüßen sich erstmal. Mit wem hat Kevin jetzt geredet? Kevin erzählte Philipp einen Witz über das Tragen von Baseballkappen. Okay, Kevin priorisiert gleich mal das Wegtragen. Wir haben Jäger ohne Fernkampfwaffe. Ich weiß, wir haben auch keine warme Kleidung. Ich weiß. Wieso priorisiert Kevin das Wegtragen? Ist das dem wichtiger als Waldarbeit? Eigentlich nicht. Aber das nehmen sie halt mit, weil sie gerade eh auf dem Weg sind. Das ist ja cool. Okay, die fangen schon mal direkt an mit Anpflanzen. Das ist aber jetzt ein Problem, weil... Kann ich das priorisieren? Eigentlich sollen die nicht unbedingt die Kartoffeln anpflanzen. Ah, okay, ich kann es priorisieren. Als allererstes bräuchte ich, glaube ich, den Reis, damit ich schon mal eine Grundlage habe. Und ja, ich denke, der Reis ist erstmal das Wichtigste. Sophia, mach bitte den Reis. Ich lasse es Sophia machen, weil Sophia hat die absolute Kenntnis von allem. Alle anderen können machen, was sie wollen. Wenn die halt hier Kartoffeln anpflanzen, pflanzen die halt Kartoffeln an. Aber Sophia kann ruhig da alles machen. Andi läuft hier rum. Okay, die bauen schön alle das Holz ab. Das funktioniert. Mich nerven die Boomratten gerade, aber die werden mir schon nichts tun, hoffe ich. Hey, ihr habt miteinander geredet. Sophia diskutierte mit Andi über dicke Menschen. Oh, Simon und Jesse reden auch miteinander. Simon und Jesse scherzen über Entspannung. Ja, sowas ist was Tolles, ne? Sowas haben wir hier nicht. Okay, Entspannung haben wir übrigens. Die Stammesgenossen-Geschichten. Marika trägt gerade Zeug rum. Und zwar haben wir einen Wurfsteinring. Aus Holz. funktioniert eigentlich von der Optik her so ziemlich genau gleich wie das Hufeisen werfen. Und wir haben ein Spiel von Urbrett aus Holz. Das ist irgend so eine Art Schach, das man auf dem Boden spielen kann oder so. Ich bin mir nicht sicher. Aber ich muss jetzt erstmal gucken, dass ihr anpflanzt und einen gescheiten Unterschlupf habt. Unterschlupf habt. Bis dahin werde ich... Was macht Marika eigentlich? Die ganze Zeit nur Sachen rumtragen. Auch gut. Bis dahin werde ich gucken, dass ich nichts Neues in Auftrag gebe, bis zumindest mal dieses Lager fertig ist. Und das Dach vom Lager natürlich. Ich werde jetzt auf jeden Fall... Dieser Part ist relativ lang. Oder nee, nicht unbedingt lang, aber eigentlich schon, weil ich euch erstmal alles gezeigt habe mit der Planung von der Arbeitsverteilung und allem. Deswegen kann es sein, dass das hier ein möglicherweise langer Part ist. Und deshalb versuche ich jetzt hier einfach den ersten Tag reinzudrücken. Andi erzählte Philipp einen Witz über Partys. Philipp und Andi unterhielten sich über Pilze. Andi sagte Marika etwas über fette Tiere. Oh Mann, ihr habt's irgendwie mit den fetten Sachen. Ey, was redet ihr schon wieder? Oh Gott, Maru und Philipp machten sich Gedanken über die Ehre. Philipp erzählte Kevin einen Witz über das Kotzen. Okay, wir fangen auch schon an hier, Meinungen zu entwickeln. Okay, oder auch nicht. Leon und ich sind einfach nur plus 20, weil wir Brüder sind. Und Sophia ist meine Ex, deswegen hat sie minus 15. In beiden Fällen. Na, sieht's ja hier, wieso klicke ich rüber. Philipp und Simon mögen sich wegen tiefgründigen Gesprächen. Quatsch, nee. Philipp und ich mögen sich und Simon und ich mögen sich wegen tiefgründigen Gesprächen. Oh, oh, Andi macht sich schon Feinde. Ach so, hart arbeitend versus faul. Wer ist faul? Philipp ist doch nicht faul. Hä? Moment. Hä? Okay, vielleicht hat Philipp irgendwas gesagt, was ihn faul erscheinen lässt. Ach so, die sind einfach nur nicht... Die sind einfach nur nicht faul. Andi ist hart arbeitend, alle anderen sind normal. Und Andi findet das gar nicht gut, dass er so viel arbeitet. Ja, finde ich auch nicht, Andi. Chill mal. Jesse chillt hart. Schaut den Wolken zu. Okay, wie sah es hier aus? Achso, die müssen jetzt die Bäume abreißen, um das Dach fertig zu bauen. Habt ihr alle was zu tun? Kenne, geh nicht spazieren. Kenne sagte Simon etwas über Uno. Kenne sagte Maro etwas über Adelstitel. Maro erzählte Kenne etwas über Tiere. Oh Mann, ey, jeder hat irgendwas zu tun. Leon und Jesse scherzen über die Herstellung von Schuhen. Ich kann das gar nicht alles vorlesen und anklicken. Das ist so viel Stuff, was die da Blödsinn machen. Kevin gab ein zweifelhaftes Kompliment ab über die Ideen von Marikas Tochter. Marika, was? Ich hab dir garantiert in diesem Spiel keine Tochter gegeben. Aber Marika war Kede wegen einem tiefgründigen Gespräch. Das ist doch schon mal was. Kede diskutierte mit Sophia über Straßenräuber. Sophia redete mit Kenny über das Kämpfen gegen Gauner. Ja, ihr habt alle so viel zu tun. Ja, das Problem ist halt auch,
Jesse und Kate zählen auch als hart arbeitend, weil sie fleißig sind. Wie sieht es denn hier eigentlich aus? Wir haben... Wir können mir nicht erzählen, dass unser Pemmikan schon... Ah, nee. Der liegt da unten halt noch. Aber viel haben wir jetzt aber auch nicht. Außer ihr habt das alles im Inventar drin. Nope. Die haben keine Taschen. Wo sollen die es bitte drin haben? Okay, wie sieht's hier aus? Sind wir fertig? Okay, das Lager ist fertig. Dann werde ich nämlich direkt hier... den Platz für die... für den Labortisch in Auftrag geben. Das Problem ist, ich brauche halt noch Stahl. Ja, noch ist es im Freien. Ich warte mal noch, bis die das gebaut haben. Also, es heißt, ihr müsst jetzt das da bauen und ganz langsam aber sicher den Stahl abbauen. Ihr wisst ja, ich vertraue solchen Sachen hier nicht, weil es kann sein, dass es da einstürzt. Okay, der Baum muss noch weg, bevor das Dach fertig ist. Scheiße, will jetzt niemand das Dach fertig bauen. Okay, Kette hat was zu tun, die hat da irgendwie keinen Bock auf die andere Arbeit. Moment, Kette. Doch, Kette kann Bergbau, sie kann keinen sauber machen. Könnt ihr das mal zumachen jetzt? Wer ist denn hier Konstrukteur? Danke, Andi. Okay, das Problem ist, es ist schon 17 Uhr. Ich muss nämlich... Damit ist der erste Tag ja schon fast vorbei. Damit ist der erste Part ja schon fast vorbei. Jesus Christ. Kann bitte das Dach nochmal weg. Danke. Das heißt, ich werde hier jetzt euch einfach... Nicht vielleicht nicht unbedingt im Busch, aber ich werde euch jetzt einfach... Das sind 6, 7, 8, 9, 10. 10 Schlafplätze vergeben. Jeder kann dahin, wo er hin will. Und die drei Tiere können einfach hierhin. So. Dann sind nämlich alle erstmal drinnen am Pennen. Inklusive der Tiere. Und... Irgendwas wollte ich gerade noch machen. Wie sieht es denn hier eigentlich aus? Jesse hat Pflanzen aufgelevelt. Sehr schön. Sophia ist... Ist jetzt eine Erdbeerpflanze. Solltest du nicht das hier priorisieren? Ich hab doch gesagt, mach erst den Reis. Also, Sophia, ey. Gibt's doch gar nicht. Moment, da ist noch keine Fackel drin. Gut, im Moment ist das eh egal. Soll ich das lieber hier oder hier? Egal. So, dann haben die nämlich schon fast meinen Labortisch. Und ich benötige den Labortisch, um überhaupt forschen zu können. Okay. Dann kommt jetzt noch der Labortisch hin und natürlich einen Stuhl habe ich nicht. Stuhl muss ich erst erforschen. Lohnt sich? Das lohnt sich nicht wirklich, jetzt da einen Hocker hinzubauen, wenn ich, sobald ich keine Stühle hinbauen will. Okay, Sophia hat übergeswitcht auf Kartoffeln. Es ist eigentlich egal, im Endeffekt, in welcher Reihenfolge ihr es genau macht. Natürlich ist der Reis das Wichtigste, weil der das schnellste fertig ist. Oh ja, genau, ich muss noch die Arbeitsstation platzieren. Arbeitsplatz hier. Auch der wird hier nicht für immer sein. Aber ich brauche kurz einen, damit irgendjemand mir wenigstens ein bisschen Defense-Sachen baut. Was kostet der Recurve-Bogen? 40 Holz. 84 Arbeitsaufwand. Ich meine, das ist... Okay, ich werde mich hier kurz durchschauen. Wir sehen uns gleich wieder, was ich gar nicht sagen muss. So, alles klar. Ich habe mir das jetzt angeguckt. Ich werde definitiv den Recurve-Bogen machen, auch wenn der andere billiger ist. Ist er überhaupt billiger? 30 Holz, 40 Arbeitsaufwand zu... Oh. 40 Holz, 84 Arbeitsaufwand. Ja, wie man sieht... Oh, Philipp, was redest du? Philipp erzählt Leon etwas über Strände. Sehr schön. Wie man sieht... Wie man sieht, ist der Recurve-Bogen viel teurer, aber ich werde den natürlich viel länger aufbewahren. Das bringt nichts, eine schlechtere Waffe zuerst zu machen, wenn ich schon jetzt eine bessere machen kann. Jetzt mal ganz im Ernst. Einer von euch muss jetzt priorisieren. Was macht Andi gerade? Achso, der macht Bergbau. Der priorisiert Bergbau, okay. Simon hat nichts zu kochen. Er steht zwar voll auf die Feldarbeit, aber er hat, glaube ich... Er hat eigentlich den höchsten Wert. Was macht Kevin? Ah, Kevin ist auch am Bergbauen. Okay, Simon, du hast den höchsten Wert, wenn ich mich nicht irre. Ich würde gerne, dass du das machst. Ich schaue aber nochmal kurz nach. 1, 3, 5, 9, 1, 7, 4, 0.
Okay, das hätte ich gar nicht so machen müssen. Ich habe mir doch alles rausgeschrieben, ich Schwachkopf. Okay, ich will, dass, dass der mit dem höchsten Wert das macht. Zumindest am Anfang ist das noch recht nützlich. So, dann wird Simon jetzt erstmal gemütlich diesen diese 5 Recurve-Bögen für meine 5 Fernkämpfer herstellen. Und danach brauche ich noch 4 Nahkampfwaffen für meine 4 Nahkämpfer. Und Marika kann überhaupt nicht kämpfen, blöderweise. Aber da kann man nichts ändern. Und es geht los, es wird Nacht. Alle gehen schlafen, Jessie schläft ganz außen, Sophia schläft daneben, okay. Achso, gut, die stört sich halt die ganze Zeit, weil die werden jetzt die ganze Zeit geweckt. Kevin unterhält sich noch mit Simon, bevor er pennen geht. Kevin und Simon kamen sich näher, als sie über den Unterschied zwischen Erfolg und dem Sinn des Lebens sprachen. Leon schläft neben Sophia, okay. Wer fehlt noch? Ah, die sind voll am Arbeiten. Die werden wahrscheinlich auch gleich schlafen gehen und ich wette, Simon will eigentlich auch schlafen. Das Problem ist halt, dass ich jetzt halt priorisiert habe und der jetzt mittendrin ist. Marika legt sich zwischen Leon und Kevin. Philipp schläft alleine mit den Tieren am Fußende. Das macht Sinn, wenn er der Tierwächter ist. Ich penne ganz da unten. Kette pennt hier. Andi pennt da und schläft Simon da, wo noch übrig ist. Also Simon hat den Bogen fertiggestellt. Er macht jetzt einfach weiter. Das wollen wir aber auch nicht. Und deswegen wird Simon jetzt ins Bett gehen und Jessie ist die, die nachher den besten Bogen braucht, aber sie ist auch die, die jagen kann als Einzige. Oder als Erste jagen soll. Aber wer den jetzt genau kriegt, das überlege ich mir noch. Das muss ich jetzt noch nicht so genau machen. Es werden eh 5 Bögen hergestellt und dann gebe ich die wahrscheinlich alle 5, wenn alle fertig sind, denen in der Reihenfolge, wie gut sie sind. Und ja, das war der erste Tag in RimWorld. Es fängt wirklich sehr langsam an. Aber das wird, das kriegen wir hin, das werde ich irgendwie überleben. Oh je, ich habe halt einfach viel zu viele Kolonisten. Aber gut, der Labor ist ja schon fertig. Ich kann anfangen, Betten zu erforschen. Ja, das ging ja schnell. Geil, okay, in dem Fall freue ich mich jetzt schon auf den dritten Part insgesamt. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut und bis dann.